Ich brauche nicht mal das Talion-Büro, das eh komplett nutzlos ist zum Fixen. Ich soll mir mal feuerfeste Unterhosen anziehen, dann wird's vielleicht besser. Schon immer so viel gemacht? Ja, wahrscheinlich habe ich noch irgendeinen Wert, gab's noch, bei dem ich nicht... Was? Wir können Crits machen? Fick dich! Na großartig, wie soll ich denn das jetzt noch... Ich hoffe, ich kann die Tür... Ja, komm. Finden wir raus, ob wir die Tür noch öffnen können, so. Sie war noch nicht offen, also müsste es gehen. Ja, es geht, solange die Tür noch nicht offen war. Wieso können die jetzt auch noch Crits machen? Halt die Fresse. So, Gruppenkuscheln. Hallo, ich bin hier. Ich möchte jemanden in den Arsch treten. Sieht aus wie jemand, den man in den Arsch treten kann. Wow, ein Schadenspunkt. Das ist schon beeindruckend. Reicht das für einen, so eine Runde? Glaub nicht, oder? Nee, glaub nicht. Wieso können die Crits machen? Was soll der Unsinn? Da hast du schon hochstufige Charaktere und verlierst immer noch gegen so verkackte Drecksdrachen. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Kein Schwein wehrt hier irgendwas ab. Glaubst du es? Schlag den Drachen tot. Schlag ihn tot. Schlag ihn tot. Rottet sie aus. Brennt sie nieder. Okay, niederbrennen ist bei Drachen wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Zu minimal. Und der blockiert mich jetzt, dieser Kackdrache, ne? Moment, ich kann zwei Züge ziehen? Er leckst mich doch am Arsch. Ja, wann kann ich das denn? So, kommst du noch mal ein Stück rüber und du kommst bitte mal runter. Komm mal runter von deinem Scheiß-Trip, ey. Gute Aufstellung, gute Aufstellung. Sie heilt sie lieber nochmal selbst. Das bringt, glaube ich, mehr, als wenn ich sie angreifen lasse. Komm schon, geh drauf. Geh drauf. Will nicht so recht. Na ja gut, er kann nur Nelvin angreifen, der hat eh die fetteste Rüstung von allen, weil er hat diese unglaublich mächtige Mütze auf. Ah, jetzt habe ich Sabine gar nicht in den Angriff geschickt. Ja. Ah, ärgerlich. Das ist natürlich schon, ne? Oh, und er lebt immer noch, glaubst du es? So, ich hoffe, der stirbt jetzt. Du stirbst doch jetzt, oder? Ja, mit 9 nicht. Komm schon. Ach komm. Ist doch nicht wahr. Es ist doch einfach nicht wahr. Er ist denn jetzt geblendet? Ach, Igel schon wieder. Hatte ich das beim letzten Mal, hat ihn das doch auch nicht interessiert, oder? Ach, jetzt stirbt er nicht. Komm!
Komm schon, du Mistvieh. Explodiere, wie alle anderen auch. Kann das nicht Igel irgendwie behindern, dass er blind ist? Oder ist das nur so in der 3D-Umgebung, dass darin alles schwarz ist? Oh, treff halt. Treff doch! Na, wenigstens etwas. Jetzt tötet sie endlich. Na, endlich. Wird aber auch Zeit mal hier, komm. Hinterlasst nur Blut und Verderben. Und er wird reicht noch ein Level, hey, toll. Hä? Okay, der 2-3 hat scheinbar keine Lust. War der nicht eben noch da hinten? Ach nee, das ist der Drache, okay. Ich verarsche ihn jetzt. Ich laufe einfach immer wieder hin und her. Duell um Mitternacht. Wie nur wir zwei. Ihr sechs und ihr drei. Aber sonst wird das ein fairer Wettkampf. Vernichtet sie! Kann die endlich mal jemand auslöschen? Oder muss ich das auch wieder selbst machen? Das wäre auch ein tolles Rollenspiel. Oh nein, ihr habt die gesamte Rasse von XY ausgelöscht. Und dann sind sie nicht mehr da. Ja, ja, ja. Die halten viel zu viel aus. Nein. Das macht viel zu viel Schaden. Was? Hä, wie hat die fetteste Rüstung? Der sollte doch irgendwie da immun so halb dagegen sein. Mit der Heilung. Das sollte doch was aushalten und so, aber das tut er nicht. Warum nicht? So, der eine ist jetzt schon mal tot. Wenigstens etwas. Gut, jetzt müssen wir erstmal die Leute heilen. Eine mittlere Heilung mal auf mich. Und jetzt muss ich aufs Klo. Großartig. Mitten im Kampf. Und das in einem Echtzeitkampf. In einem rundenbasierten Kampf können die jetzt einfach pausieren und gehen, aber das ist ein Echtzeitkampf. Da geht das nicht einfach so. Da geht das nicht einfach so. Hatte ich mich nicht eben geheilt? Wenig Erfolgsversprechen scheinbar. Wenig Erfolgsversprechen. Das ist jetzt auch schlecht. Das Problem ist, was mache ich, wenn die meine Heilerin töten? Dann habe ich niemanden, der wiederbeleben kann. Ich töte jetzt mal nicht meine Heilung. Heilerin habe ich gerade beschlossen. Deshalb biete ich euch jetzt einfach mal. Mir gehen langsam die Heilungen aus. Das ist ganz schlecht. Es wäre jetzt also schön, wenn ihr den mal da töten könntet oder mal keinen Schaden erleiden könntet. Das wäre auch ganz toll. Oder wenn der mal ein Stück näher käme, anstatt irgendwie scheiß Zauber zu sprechen, wäre das auch toll. Oder wenn die Zauber einfach mal misslingen, das geht natürlich auch. Diese Drachen sind schon ganz schön nervig, ne? Stirbst du jetzt mal bitte? Nein. Nein. Ah, ich habe mit ihr nicht angegriffen. Ja, Nevin kann das ab. Nein, kann er nicht. Das kann er gar nicht. Komm schon, wenigstens der eine muss sterben jetzt. Na also. Nein, nein, hörst du auf. Der geht nur auf einen, oder? Ja, und Igel wird ab, okay. Das
So, und jetzt mit vereinten Kräften auf den letzten. Dann muss ich erst mal raus und mich schlafen legen. Vereinte Kräfte. Ja, Igel regelt das. Lass Igel mal ran. Also eine Großmutter, die jetzt sein Großvater ist und dann gestorben ist, die war mächtiger. So, komm schon. Ja. Oh, er ist misslungen. Sehr gut. Jetzt blende ich dich mal mit dieser gigantischen Axt, die ich in dein Gesicht schlage. Hier kann man schon die Risse sehen, die ich im Bein gepackt habe. Das sind eindeutig von den Waffen und das ist nicht standardmäßig so. Nein. Hier ist ein X für hier graben. Da muss ich nach dem Schatz graben. Lass uns die Schaufel benutzen. Habe ich die Schaufel irgendwann mal gebraucht in dem Spiel? Ich kann nichts mehr tragen. Das heißt, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich wieder Gold wegwerfen muss. Oder irgendwas anderes wegwerfen, damit ich das Zeug mit... Was? Ach, komm schon, Spiel. Warte mal, habe ich noch irgendwas Kleines, spruchpunktemäßig? Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass ich den Trank in dem Tempel, den ich verpackt habe, gebraucht hätte? Den Trank, die Wasserflasche. Aber hey, Hauptsache ich habe sie mir immer gekauft, ne? Bestimmt nicht der letzte Endboss. So, wir stellen uns mal wieder etwas breiter auf. Richtig breit, richtig breit. Ich bin richtig breit, Alter. Vor euch steht ein großer Morana. Eine unnatürlich leuchtende Aura umgibt ihn. Er lässt sich viel Zeit, euch prüfen zu mustern. Und dann sagt er: Ich bin Slorvin. Ich habe im Lotto, was? Ich habe mit großem Interesse euren Weg verfolgt. Da ihr es bis hierher geschafft habt, müsst ihr würdige Gegner sein. Es freut mich, denn ich liebe die Herausforderung. Lasst uns denn entscheiden, welche Welt überleben wird. Damit greift Eslovin an. Hey, ausnahmsweise mal jemand, der uns nicht mit Blitzen bewirft. Und er hat nur eine Sandechse dabei. Sandechsen. Ah. Moment mal, was mache ich denn da gerade für einen Scheiß? Hau raus, was dabei hast. So sind die Sandechsen so schnell. Cheater! Speedtech, ich hab's genau gesehen. Boatbann. Gleich mal vom Server hier bannen. 65. Hm. Stimmt, der hat eine andere Farbe, oder bilde ich mir das nur ein? Oder so leicht eingefärbt ist der Typ, glaube ich, vielleicht. Vielleicht bilde ich mir auch nur ein. Also als anders als die anderen. Erdbeben, ja, ganz großartig. Wobei, der hat nicht so viel Schaden. Nee, das geht noch. Erdbeben geht. Erdbeeren gehen. Greift jemand mit da drüben an. Das heißt würdige Gegner. Die Typen waren noch nie würdige Gegner. Der Weg dahin ist deutlich schwieriger, oder die Gegner, die bewachen, sind schwieriger als die. Yay, 63. Meine zweittollste Zahl. Nein, ist sie nicht. Gut, dass Sabine vorbeischmeißt. Mit was auch immer sie da wirft, genau. Das ist definitiv kein Dartpfeil. Hey, Moment, ich hab mich ausgerüstet, weil der weiter weg war, ne? Hab ich ganz vergessen, was zu ändern. Naja. Donnerschlag, das ist weniger angenehm, der ist, glaube ich, stärker. Greift aber nicht so viel an, so. Ah,
Ack, ich habe meine Stärkungszauber vergessen. Naja. Ich glaube, die brauche ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es schon fast tot. Also bitte. So. Zünd noch mal ein Feuerchen an hier im Kerker. Was soll da schon schief gehen? Oh, die Wand schmilzt. Oh, die Decke hält. Jetzt gibt die Decke nach und zerquetscht uns alle. Naja, könnte schlimmer sein. Er kommt nicht durch meinen Rüstungsschutz. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So, würdest du diese Echse jetzt gerne mal töten? Das wäre toll. Bitte? So ganz minimal? Dann eben nicht. Na endlich. Der Typ da hinten ist schon halb tot, bis ich endlich mal hinkomme. Komm doch mal wieder näher. Ich will ihn mal aus der Nähe betrachten und in Stücke schlagen. Ich will jetzt auch mal zwei Züge gehen. Habe ich noch nie gemacht. Ich will es jetzt mal tun. Yeah, ich bin auch mal zwei Schritte gegangen. Ich fühle mich voll geil jetzt. Jetzt bin ich voll erregt. Das erregt mich total. Schlagen wir ihn tot, schlagen wir ihn tot. Schneiden wir ihm ganz sanft die Kehle durch. Töten wir ihn ganz sanft für extrem brutal und gnadenlos. Kannst du meinen Rüstungsschutz nicht mehr durchdringen? Ich heb mir mal noch ein bisschen was auf als Magie. Vielleicht brauche ich sie noch, vielleicht erscheint noch mal irgendein Gegner. Man weiß ja nichts Genaues, ne? Ich traue dem Spiel nicht. Es wartet nur darauf, mir noch einen reinzutreten. So, 2000 Erfahrungspunkte. Selene erreicht Level 43, hey. Sabine erreicht Level 45 und darf jetzt dreimal angreifen. Ich glaube tatsächlich, irgendwas stimmt hier nicht. Moment mal. Ah ja, okay, 7. Horrorgrobe Sandalen. Ich kann es nicht mehr tragen. Ich hätte jetzt irgendwie noch eine Kiste oder sowas erwartet. Was mich zur nächsten Frage bringt. Okay, den Typ, dem ich die Wasserflasche hätte geben müssen, der lag wahrscheinlich in dem anderen Palast, in dem ich nicht mal reingehe. Großartig. Das heißt, wir erfahren jetzt nicht, was passiert, wenn man dem Typen die Wasserflasche gibt. Es sei denn, jemand schickt mir ein Save-Game. Oder ändert das wirklich was? Angeblich soll das was im Ende. Und jetzt, was mache ich mit den Seiten? Keine Ahnung, was ich mit diesen Seiten jetzt mache, aber... Hier scheint auch nichts weiter zu sein, dann gehe ich wieder. Nö. Okay. Wo wir gerade dabei sind. Okay. Also zurück in die Stadt. 2233. Jetzt kann ich ja laden. Moment, was? Achso, das ist die Ausgangstür. Ja, die Tür ist jetzt auch wieder fest verschlossen. Ne? Nicht mehr zu öffnen. Ich habe keine Lust mehr, gegen Drachen zu kämpfen. Vor allem, weil ich schon ziemlich weit runter wieder bin. Ja, nicht so wirklich, aber...
Oh, ich muss gegen die Drachen kämpfen, ja, leck mich doch.